Willkommen zurück zu Legend of Zelda Minish Cap. Wisst ihr was? Das wird mir langsam zu blöd hier mit euch. Nimm das! Bam! In der letzten Folge haben wir nämlich diese Sturzattacke beigebracht bekommen. Und das ist nicht das letzte, was uns beigebracht wird. Ja, es gibt noch ein paar mehr Moves. Und übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich hier bin. Ich bin hier, weil hier eine Höhle ist, die ich übersehen habe. Mit ganz vielen hübschen Feen. Wo ich einen natürlich mitnehmen muss, damit den Herzteil. Denn wir müssen da noch alle Herzteile sammeln. Und deshalb lasst euch auf dem Laufenden, wo wir jetzt hinfliegen. Uhu. Wie mir scheint, wollen hier in dieser Minenstadt. Ja, bitte. Wollen wir noch ein paar traden? Aber natürlich so einer, den ich nicht traden kann. Okay, es sind schon mal zwei NPCs, die genau das Stück haben wollen. Was mit dir, Kumpel? Willst du traden? Nein, du willst nicht traden. Ich glaube, sonst... Oh, doch, du willst traden. Zum Glück nicht... Ich wollte gerade sagen, bist nicht das gleiche Ding. Nope. Ah, Bergmännisch sind das, ja. Die haben so ein sehr eigenes Design im Vergleich zu den anderen. Ah, das ist oben bei diesem Regengebiet. Ja, ich weiß ganz genau, wo das ist. Eine Kiste, wahrscheinlich mit irgendwelchem Müll drin. Nichts Wichtiges, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, klar. Habe ich schon verstanden. Hast du was für mich? Ja, bitte. Nein, hat nichts für mich. Irgendwer muss doch hier noch was haben. Sonst schaue ich mich weiter um. Ah, du noch. Und das habe ich auf jeden Fall. Ja. Wo man das grüne Wasser holt, ganz unten. Eine Kiste. Ich hasse es hin und her. Ich hasse es. Ich habe keinen Bock auf die Kisten. Das ist meistens sowieso nichts. Boah, was worth it ist, jetzt den ganzen Weg zurückzulatschen. Och Mann. Der hier möchte noch traden. Bin einfach in der Stadt nach unten gegangen. Leider habe ich das Ding auch nicht. Und der Boss hier auch unten möchte traden. Für den, das habe ich aber. Da, das Pizzastück. Ding. Melter, genau, Melter war das. Der hat uns das Schwert überhaupt erst gemacht. Oder zumindest geholfen, es überhaupt zu machen. Ah, die Bohne da oben. Ja, die wächst jetzt. Das ist auch ganz oben auf dem Berg. Da können wir eigentlich auch schon direkt hin. Wir sind auch schon in der Nähe, oder? Sind wir in der Nähe? Es könnte ein bisschen dauern, da hinzugehen, tatsächlich. Bis gleich. Ich bin da. Oh, lass mich in Ruhe. Dankeschön. Ich mag diese Ranken, die sehen cool aus. Aber ist auch was Cooles oben. Aber sowas von... Ist das echt, Bild? Ist das echt? Bist du echt? Du? Ja, alles echt, als ob hier so ein Fake-Gegner ganz oben im Himmel sein würde. Ein neues Herz! Jetzt fehlen uns noch 4x4 Herzteile. Könnt ihr ja rechnen. Das sind 16. So, hier oben war ja auch noch mal eine Kiste, ne? Tropfen des Dooms. Ah, genau das, was ich erwartet habe. Fragment. Ich war halt gerade noch hier, ne? Deshalb habe ich es mir eben geholt. Das andere hole ich jetzt noch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Tatsächlich habe ich genauso wie diese eine Bombenstelle in den Bergen, die hier übersehen. Sind wir beide relativ gut versteckt, würde ich sagen. Ja, leider ist hier nichts. Ich wollte es nur gezeigt haben, dass hier noch was ist und ja. Hey Opa, ich habe voll das coole neue Schwert. Willst du es nicht sehen? Das heißt, dein Haus? Ein prächtiges Haus hast du. Und wo ist mein Zimmer? Wieso dein Zimmer, hä? Opa, guck mal, ich habe voll das coole Schwert. Ah, den brauche ich nicht mehr. Oder willst du tauschen? Oh mein Gott, es steht schlecht im Schloss Hyrule. Da fällt mir ein. Verwendest du auch alle Items, die du bisher enthalten hast? Wenn du einmal nicht weiterkommst, solltest du verschiedene Items ausprobieren. Oh, guter Tipp eigentlich. Alberich, der gute Alte, mit dir kann ich traden. Was hast du denn für mich? Bei der Farm? Eine Kiste bei der Farm. Können wir uns gleich mal abholen. Oh. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, im Dingshaus auch nichts mehr. Weil ja das allererste Mal am Anfang von Let's Plays und danach nie wieder. Weil ich nicht gedacht habe, dass ich hier noch was gamen würde. Aber doch, man kann mit ihm mal traden. Ah, das ist ein Zimmer, ja? Was hat er gesagt? Ab jetzt also mein Zimmer! Hm,
Glaubst doch nur du. Bin komplett den falschen Weg lang gegangen. Nein, das ist nicht direkt bei der Farm. Sondern... Ich glaube, das war hier rechts, ne? Ja. Eine leere Flasche! Ah, das heißt, jetzt haben wir drei Flaschen. Okay, wahrscheinlich kriegen wir noch eine vierte irgendwo, wenn wir noch irgendwem noch tauschen. Und dann hätten wir eigentlich jeden einzelnen Gegenstand. Das hier sind, glaube ich, irgendwelche temporären Gegenstände, die hier mal waren. Und, ja. Unten beim Schloss, wo wir bei ihm noch was beigebracht bekommen haben, der Typ möchte noch vereinen. Entweder ich habe es damals nicht gecheckt oder ich konnte damals nicht. Aber hier Maxissimus, der kann mit uns traden und öffnet einen weiteren Eingang zu einem Wasserfall. Ich weiß sogar, wo das ist. Irgendwo oben rechts am Grunde. Genau. Und ja, für die, die nicht wissen, wo das hier ist, eigentlich offensichtlich, dafür braucht ihr halt die Lampe, ist es halt hier. Ja. So, und zwar, wenn wir einfach hier nach rechts gehen, sollten wir da schon ankommen. Nee, wo. Aua, wo war das? War es nicht hier? Ich will da. Nee, Moment. Hab mich nur ein wenig vertan. Ich bin zu weit gelaufen. Hätte mich hier schon hochschießen können. Und dann hier einfach rüberschwimmen. Schnell, für die Bomben mich erwischen. Und hier wohnt wieder jemand. Oh, der nächste von euch komischen Köpfen da. Ich bin Dustin, der beinahe beste Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, kannst du im Nu deine geheimen Kräfte stärken. Was ist, willst du bei mir trainieren? Ja, klar. Ja, ich sag dir, wie du dein Schwert noch schnell auflädst. Oh, endlich. Bisschen zu spät, aber immerhin. Gibt's das. Für das Training bei mir ist deine Vorstellungskraft also sehr wichtig. Also, multipliziere! Haha, jetzt multiplizierst du dich im Nu. Das ist kein Scherz. Lüge und Wahrheit sind die zwei Seiten einer Medaille. Bündelt deine Energie. Was? Statt das Aufladen des Schwertes, du multiplizierst dich für einen Schlag. Hä? Oh, wow! Der Sound dazu. Sehr nice. Ich hätte zwar noch ein bisschen schneller gehen können, aber ich bin trotzdem zu früh damit. So, wie viele haben wir von den 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Hä? Aber hier ist das mit dem Aufladen gar nicht dabei. Oder was? Oder wie ist das? Aua? Hä? Warte mal einen Augenblick. Hatten wir das hier eigentlich schon gemacht? Bei dieser Höhle? Ich kann mich daran erinnern, dass ich es irgendwie gemacht habe. Gleichzeitig bin ich aber auch nicht sicher. Jetzt geht das natürlich viel schneller. Leider muss ich mich zu 4 verwandeln. Obwohl 4 gar nicht nötig sind. Aber die Tür wäre doch dann offen geblieben. Nee, ich hab's durchgemacht. Entweder ich konnte es nicht machen oder ich hab's komplett verfeilt. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Herzteil. Wunderbar. Und hier ist der letzte oder vorletzte von unseren Trainern. Und sehr viel Geld. Kann ich gut ausgeben für ein paar Fragmente. Ich bin Maximus, der wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnelle Fortschritte machen. Okay, hau mal raus. Ah, kannst du schon von Anfang an machen, aber egal. Ich bring dir jetzt den Wirbelhieb. Erste drücke Steuerkreuz und R für eine Feuerwehrrolle. Zweitens drücke kurz vor dem Aufstehen den Knopf für das Schwert. Drittens drückst du das Schwert mit einem Schrei. Das ist der Ablauf. Okay, dann zeig mal, wie das aussieht. Aber er sieht cool aus. Höh. Roll Attack. Aha. Ah, nett. Hätte man schon ein bisschen früher im Spiel bekommen können. Aber egal, jeder Hieb ist von enormer Kraft mit dem Wirbelhieb. Und tauschen können wir gerne auch nochmal. Oh yeah. Es gibt ja Maxissimus, das ist Maximus. Ja, einer heißt glaube ich Max. Also, ne, da ist der Joke. Wasserfall. Ich weiß gerade nicht, wo das ist. Weiß ich, wo das ist? Links? Ganz rechts von links. Ja. Okay, dann würde ich da als nächstes sogar hingehen. Warte mal, wenn ich mal kurz auf die Dinger gucke hier. Uns fehlt zwar noch eins, aber ich glaube, das hier ist jetzt für die letzte Schwertkunst. Und ich zeige euch jetzt, wo wir die bekommen.
Und zwar hier ganz links gab es noch diesen Grab, dieses Grab, was wir aufgemacht haben. Und hier befindet sich der letzte von denen. Ich bin Magnus der Erste, der größte Meister Schwertkunst aller Zeiten. Bei mir ist alles unvergleichlich. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Jetzt lässt uns nämlich trainieren, weil wir alles andere schon gelernt haben. Ich weiß nicht genau, was man alles dafür lernen muss, aber so, ich glaube, fast alles oder alles sogar. So denn, ich werde dich die höchste Schwerttechnik lernen, die es gibt. Die große Wirbelattacke. Erstens starte eine Wirbelattacke. Zweitens drücke wiederholt den Knopf. Es ist verbracht. Gewahr geworden. Ja, ist er. Okay, dann zeig mal. Also spammen. Oh, okay. Das sieht cool aus. Yeah! Das ist ganz nett. Beachtlich, du bist ein wahrer Kämpfer bestehend des Trainings von Magnus dem Ersten. Feierlich überreiche ich dir nur diese Schriftrolle der Schwerkunst. Yay, große Wirbelattacke lernen, die höchste Schwertechnik. Und damit sind wir hiermit auch durch. Yay! Yay! Okay, da wir schon mal hier sind, hier gibt es noch da oben links einen Ort. Das andere haben wir schon gemacht. Und oben rechts einen Ort. Und die beiden möchte ich dann jetzt gerne auch nochmal machen. Wenn ich dann schon mal hier bin. Aber welches Schwert findet ihr eigentlich besser? Das hier? Das Schwert der Vier? Oder das Four Sword auf Englisch? Oder vielleicht gefällt euch halt doch lieber das Master Sword. So, hier können wir uns klein machen. Mit dem Ding da unten fahren. Außer es haut halt ab. Ah ne, okay, schwimmen können wir hier nicht. Nur im blauen Gewässer. Grün? Rot. Schade. Ich brauche nämlich dringend noch ein paar Grüne. Ist hier noch irgendwas? Hier muss es ja noch irgendwas geben. Was ist aber schneller? Tatsächlich. Ah ja, hier ist noch was. Schaut mal, wir können hier lang. Ah, das sind Blumen. Bestimmt ist da noch was, oder? Oder? Nein, tatsächlich nicht. Da kann man hochklettern, oder? Hier ist eine Sackgasse. Schlimmeri Schlangi. Okay, ich kann wie gesagt nicht im Grünen schwimmen. Gehe ich überhaupt gerade richtig? Ja, tatsächlich! Tatsächlich gehe ich richtig! Oh Gott. Oh Gott. Oh, haha, ihr seid lustig. Was ist hier für ein Rätselschwachsinn? Oh Gott, Hilfe. Eine Kiste! Ein Fragment. Okay, das vorletzte ist richtig. Gibt's denn noch ein Herzteil? Oh nein, nicht ihr schon wieder! Verschwinden, Mann! Ich hab vergessen, wie die funktionieren. Wir sind auch ziemlich egal. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Ja! Ich kann mich unendlich lang drehen damit. Wie? Also das war richtig? Ich konnte das bewegen. War das random das Richtige oder? Es war random das Richtige. Nice. Okay, hier wird es wahrscheinlich das gleiche Thema sein. Oh ja, das ist ein Herzteil. Wie gesagt, wir wollen alle haben. Einfach nur auf 100%. Nicht, dass ich die brauchen würde oder so. Nee, ich doch nicht. Trotzdem will ich die haben. Yay. Wir müssen uns im Wald auf jeden Fall ein bisschen gründlicher umschauen. Hier waren wir nämlich lange nicht mehr. Hier gibt es noch ein paar Orte, die mir jetzt gerade random einfallen, wo wir nochmal lang können. Zum Beispiel hier diese Krabbelhalle-Höhle. Warum bist du rot? Weil du nichts droppst. Gemein. Müll? Ich mag nämlich keine Muscheln. Also doch, im Bilder finde ich die schon ganz hübsch, aber hier in diesem Spiel finde ich es einfach nervig. Habe ich gar keinen Bock drauf. So, und ich weiß, dass wir irgendwo im unteren Bereich. Warte, wie komme ich jetzt hin? Von hier aus? Bitte sag mir es richtig. Nee, leider nicht. Aber warte, wenn ich sowieso mal gerade hier oben bin, dann kann ich hier oben das schon mal abholen. Aber hier wollte ich ja eigentlich noch gar nicht sein. So, reicht das? Ja. Ah, hier sind zwei Orte nochmal. Einmal hier diese Höhle.
Was zum... Ich kann alle verschieben? Oder kann ich jeden Klotz da einmal verschieben? Dann ist natürlich klar, was ich gemacht machen muss hier. Nein? Ich darf sie nur nach vorne schieben? Okay, kommen wir gleich nochmal zurück. Gehen wir erstmal hier rein. Noch einer, der hier wohnt? Was zum... Noch eine Schwertkunst? Okay. Ich bin Austin! Ich bin auch richtig krass und kann dir was beibringen! Ja, mach mal. Ja, beherrsche die Wirbelattacke! Ich zeig dir, wie du sie noch schneller aktivieren kannst. Für das Training ist deine Vorstellungskraft sehr wichtig. Stell dir vor, wie du blitzschnell die Wirbelattacke aktivierst. Boah, Wirbel! Was zum Teufel? Haha, jetzt kannst du die Wirbelattacke Büsche aktivieren. Das ist kein Scherz. Alles hängt von deiner Vorstellungskraft ab. Mit deiner Energie. Schnell Wirbelattacke! Schon nach kurzen Brücken beginnt die Attacke. Echt? Cool. Generell, super, super schnell. Aber warte, so wie er es gesagt hat, ich muss mir nur vorstellen, dass ich schnell mache und so mache ich es dann schon schnell. Hä? Ja, und zwei Schriftrollen bin ich angezeigt, ich weiß auch nicht warum. Jawohl, Link, hättest du sie nicht früher vorstellen können? Och man, ey. Muss ja das immer jemand beibringen, wie das funktioniert mit der Vorstellungskraft. Unfassbar. Ja, aber ich checke nicht, wie das hier funktionieren soll. Das ist irgendein super simpler Trick, der mir nicht einfällt, der mir nicht auffällt. Ich kann das nicht wegschieben. Ich kann auch nicht alles wegschieben, weil der Platz dafür nicht da ist. Hä? Wieso kann ich das auch mit denen hier wegschieben? Geht der nur seitlich? Warte mal. Komm, das muss ich jetzt noch rausfinden hier. Okay. Ist das hier der Ort? Okay, da muss einfach nur den Eingang hier zu finden. Schön. Okay, jetzt bin ich da, wo ich sein wollte. Ich hätte mich auch hin teleportieren können, aber egal. Ich glaube nämlich... Nein? Wait. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Bin ich jetzt umsonst hingegangen? War mir eigentlich ziemlich sicher. Ich meine, ja, klar, hier ist Wasser und so, aber... Ja, ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich gehe mal davon aus, da wir jetzt einer dieser neuen Schwerttechniken beigebracht bekommen haben, kriegen wir hier jetzt die neuen Bücher. Magnus Schwertfibel, Band 6. Also ja, da stand ja auch Magnus drauf. Das ist ja, glaube ich, der erste von den Leuten, der uns was beibringt. Also ja. Nicht feuerfest. Kennst du jene Kreaturen, die am ganzen Körper bandagiert sind? Sie umklammern dich, wenn du in ihrer Nähe kommst. Ja, kenne ich. Auch diese unangenehmen Gesellen haben eine Schwachstelle. Ihre Bandagen sind leicht entzündbar. So nimm denn jenes Item, das brennt. Okay. Was tun, Meister Magnus? Todesgrabscher und Terrorgrabscher. Riesenrände, die nach dir greifen. Besiege diesen fiesen Gegner mit Pfeil und Bogen. Okay. Die 8 Wunder von Hyrule. 6 Rubinschleime. Gierige Menschen werden von ihnen festgehalten und bestohlen. Je gieriger du bist, desto mehr Rubine werden geraubt. So sagt man jedenfalls. Das könnte allerdings auch ein Märchen sein. Aha. Gehabt dich wohl, Wetterleser. Bis zum nächsten Mal. Training, Hobby, Band 7. Dann lesen wir nochmal Band 7. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das direkt ankommen wird jetzt, oder? Yep. Das sind schon alle. Band 7. Schwertkunst für Fortgeschrittene. Der Wirbelhieb ist dir bekannt. Im Rollen das Schwert schwingen. Maximus hat dich gelehrt, kurz vor dem Aufrichten das Schwert zu zücken. Man kann es aber auch schon ziehen, wenn man gerade anfängt zu rollen. Es ist alles eine Frage des Timings. Konzentriere dich, trainiere. Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt an einem simplen Schritt. Was tun, Meister Magnus? Dubius, tarnen sich. Sie tragen Büsche oder Steine auf dem Rückenpanzer und verstecken sich so. Es gibt noch andere Wege, sie zu entlarven, aber als sie hochzuheben, mit einem Pling des Wirbelstars, mit einem Sog des magischen Krugs. War das nicht viel lehrreich? Nee, schlag dir einfach kurz. Die 8 Wunder von Hyrule, 7, die Bob-Oms. Ich habe sie bereits in Band 3 vorgestellt. Wenn du sie besiegst, lassen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Bomben liegen. So heißt es. Das könnte allerdings auch ein Märchen sein. Hä, wer soll ich sagen? Der nächste Band schon der letzte. Dann lasse ich das schreiben. Sei und gebe mich wieder ausschließlich der Schwertkonzern. Ja, ich bin Literat und Schwertmeister. Bis auf Band 8. Ja, das gibt's doch jetzt bestimmt schon, oder? Oder? Ja, das letzte können wir auch noch eben lesen. Da ist es.
Band 8. Ja, ich will's gerne lesen. So wirst du Junior-Schwertmeister. Sicher wünschtest du dir schon, die Würfelattacke schneller auszuführen, die Körperteilung schneller aktivieren, die große Würfelattacke über längere Zeit ausführen zu können. Solche Gedanken hat jeder gute Schwertkämpfer. Es soll Menschen geben, die diese Fähigkeiten gemeistert haben. So wie ich. Angeblich kannst du sie treffen, wenn etwas Glück mit im Spiel ist. Ja, da war jetzt der Trick. Was tun, Meister Magnus? Igor, einäugige Steinstatuen. Sie bewegen sich, wenn dein Pfeil ihr Auge trifft. Wenn du sie besiegst, lassen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Pfeil fallen. Junge, das ist... Das hab ich... Ach, das ist viel zu früh. Also, der erklärt das hier viel zu spät im Spiel. Das habe ich schon viel, viel früher gelernt. Also, verschieß seine Pfeile, aber trifft dann auch mit dem letzten Pfeil. Die 8 Wunder von Hyrule, 8 Armors von den Menschen. Sie lassen manchmal Glücksfragmente fallen, wenn du sie besiegst. So sagt man jedenfalls. Es könnte natürlich ein Märchen sein. Gehabt dich wohl, Wetterleser. Dies war der letzte Band. Wenn du mich sehen willst, bist du immer herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Lesen und jetzt noch ein letztes Mal. Wohl auf und gehabt dich wohl. Also ja, ganz ehrlich, diese Bücher kann ich nicht empfehlen, aber... Ich glaube, man muss sie alle kaufen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich hab's mal gemacht. Alle Ausgaben der Magnus-Chef, wir sind fertig. Die waren doch sehr informativ, oder? Nein. Du Schlaumeier. Okay. Hast du noch irgendwas Neues zu sagen? Und zack, zack. Nö. Zum Abschluss der Folge will ich noch mal kurz nachschauen, wie es in unserem schönen kleinen Fasshaus hier denn so geht. Ist schon alles geblüht? Tatsache, es blüht. Das Blaue ist jetzt auch da. Da oben sind noch welche. Juhu, der blaue Tyrolander blüht. Das haben wir allein dir zu verdanken. Danke. Wir wollen neue Tyrolander-Sorten züchten. Dazu benötigen wir rotes Elixier. Wo gibt's das bloß? Wo könnt ihr es uns bringen? Rotes Elixier. Puh, ja. Ich weiß ganz genau, wo man das kriegt. Ich sag's euch aber nicht. Nee, das machen wir in der nächsten Folge genauso wie noch viele weitere Herzhalle sammeln. Beim nächsten Mal. Hui! Oh yeah.